Herzlich willkommen auf der Homepage des Schiller-Gymnasiums. Schön, dass Sie da sind und ihr, liebe Kinder. Mein Name ist Flora Wirger. Ich bin im Team der Erprobungsstufenleitung und neben mir im Bild sehen Sie und seht ihr Herrn Schäferhoff, unseren Schulleiter. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen und ich freue mich sehr, dass Sie sich für unsere Schule interessieren. Genau, Sie und ihr haben den Weg auf unsere Homepage gefunden. Das finden wir sehr schön. Und auf dieser Homepage gibt es einige Videos, die wir im letzten Jahr aufgezeichnet haben, weil wir im letzten Jahr ja leider keinen Infoabend machen konnten und keinen Tag der offenen Tür, was wir sehr traurig fanden. Und deswegen hatten wir verschiedene Videos aufgezeichnet mit Interviews und unsere Schülerinnen und Schüler haben ebenfalls ein Video aufgezeichnet, um die Schule zu präsentieren. Und wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jahr allerdings die Schule wieder öffnen können und Kinder, interessierte Kinder und Eltern einladen dürfen. Es wird Nachmittage der offenen Tür geben dieses Jahr im November. Dafür kann man sich schon anmelden und es gibt auch Infoabende. Alles Corona-konform, ein bisschen verteilter, ein bisschen familiärer und wir freuen uns sehr, dass es dieses Jahr möglich ist, haben uns aber entschieden, die Videos, die wir letztes Jahr aufgezeichnet haben, trotzdem noch online zu lassen, damit man sich auch über diesen Kanal noch weiterhin informieren kann. Und dazu gehört natürlich auch eben ganz wichtig unser Schulleiter, der gleich noch ein paar ganz häufige Fragen, die immer kommen, beantworten wird und auch hier unsere Schule ein bisschen präsentieren wird. Georg, dann fangen wir mal direkt an mit den harten Fakten. Wie groß ist unsere Schule? Ja, das Schiller-Gymnasium als Schule im Herzen von Sülz ist eine Schule mit 1000 Schülerinnen und Schülern. 100 Kolleginnen und Kollegen unterrichten hier an unserer Schule und wir haben auch, da wir gebundene Ganztagsschule sind, 20 studentische Ganztagsmitarbeiter, die sich um die Übermittagsbetreuung, um AGs und natürlich um die nachschulische Betreuung bis 16.30 Uhr, die wir kostenfrei anbieten, kümmern. Also eine große Schule. Wir kooperieren mit dem Elisabeth-von-Thüringen-Gymnasium zusammen in der Oberstufe, sodass wir da ein weites Leistungskursangebot anbieten können. Das so zur Größe unserer Schule. Vielleicht sage ich auch gleich was zu den Räumlichkeiten. Ja. Ich habe eben schon gesagt, die Schule liegt im Herzen von Sülz. Und ja, wir haben das Glück gehabt, dass wir einen Erweiterungsbau erhalten haben und eine nagelneue Mensa mit darüber liegender Bibliothek. Die werden im Herbst eingeweiht, beide Bauten. Und was den Erweiterungsbau angeht, und das finde ich besonders erfreulich, dort sind nagelneue NW-Räume, Biologieräume, Chemieräume und Physikräume zu finden. Das heißt, wir sind da ganz neu aufgestellt. Und was auch toll ist, neben der ja, wunderschönen Mensa, neben der großen Bibliothek, die über der Mensa zu finden ist, haben wir auch neue Ganztagsräume. Dieser Erweiterungsbau, wir haben uns das so entschieden, der wird für insbesondere für die Klassen 5 und 6 sein. Also da werden 5er- und 6er Klassen sein. Darunter liegen die Ganztagsräume, ja, sodass ja, für unsere Neuen ein ganz, ganz tolles Ankommen da sein wird. Denn nagelneue Klassen, tolle Ganztagsräume, neue Mensa. Ja, ich freue mich sehr. Ansonsten haben wir natürlich auch einen Baubestand, den vielleicht alle kennen, wer schon mal hier in der Nähe gewesen ist. Für die Oberstufe haben wir einen Teilstandort in der Lotharstraße, das heißt, der nicht fachraumgebundene Unterricht, der findet dort statt. Da muss man also hinpendeln. Genau. Auch die Lehrer und Lehrerinnen. Alle müssen pendeln. Ja, aber das klappt sehr gut. Es hat so ein bisschen was von Erwachsenenbildung in der Lotharstraße, weil eben da die älteren Schülerinnen und Schüler sind und ja, die finden das eigentlich auch richtig gut. 5 Minuten oder 7 Minuten zu Fuß, sage ich mal, 5 Minuten mit dem Fahrrad, ist das schnell zu erreichen. Eine häufige Frage ist auch, ob das Schiller einen Schwerpunkt setzt und wenn ja, wo ist dieser Schwerpunkt zu verorten? Als allererstes möchte ich sagen, das Schiller-Gymnasium versteht sich als Schule im Viertel. Und wir sind eine Viertelschule natürlich für die Schülerinnen und Schüler hier aus der Umgebung. Manchmal haben wir auch Schüler, die kommen von ein bisschen weiter her. Unser Schwerpunkt, unser Kerngeschäft, das ist natürlich der Unterricht. Wir haben Unterricht, bieten unterschiedliche Sprachen an, Englisch, Latein, Französisch und Spanisch. Wir haben einen Projektkurs China, da kann man sich ein bisschen mit Chinesisch beschäftigen. Wir haben ein besonderes Sportkonzept. Bitte schauen Sie da nochmal, was die Sportlehrerinnen und Lehrer in dem kurzen Interview zu unserem besonderen Sportkonzept sagen. Ich sage nur eins, wir haben auf jeden Fall mehr Stunden Sport in der 5 und 6 für unsere Kleinen. Und auch wenn es weitergeht, bieten wir mehr Sport an, weil wir sagen, wir möchten, dass Unterricht ein Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung ist.
zwischen, ja, mal ruhig sitzen, aber dann wieder natürlich auch sich bewegen. Und das haben wir seit vielen, vielen Jahren, dieses besondere Sportkonzept, und das ist uns sehr wichtig. Wir bieten viel im Bereich Naturwissenschaften an, was das Unterrichtliche angeht. Wir waren von Anfang an beim landesweiten Projekt Informatik in der Oberstufe dabei. Wir haben aber auch in Experimentierpraktika in allen anderen Naturwissenschaften, Extrapraktika, und im Bereich der Differenzierung bieten wir Kurse wie Astronomie, Kunst und Bühne, Physik, Chemie erklären an, also ein sehr, sehr, sehr breites Programm. Ich weise noch mal kurz auf unsere zahlreichen AGs hin, die nennen wir Zeit für. Die liegen auch im Vormittagsbereich und da gibt es ganz viel, was wir da anbieten, von vielen sportlichen Sachen, wie beispielsweise die Hockey-AG, die Bogenschießen-AG, aber auch ganz normal die Fußball-AG bieten wir, die Bienen- und Garten-AG an. Wir haben also eigene Bienen hier in unserem kleinen, feinen Schulgarten. Wir bieten im künstlerischen Bereich viel an und damit bin ich schon bei unserem zweiten Schwerpunkt, bei unserer zweiten Säule. Wir verstehen uns als Schule, die die Schülerinnen und Schüler ganzheitlich begleiten will während der ganzen Schulzeit. Und ein zweiter Schwerpunkt unserer Arbeit ist die kulturelle Bildung. Das heißt, wir haben im Bereich Theater ganz viel im Angebot. Wir haben ein schuleigenes Kabarett beispielsweise. Wir haben im Bereich Kunst viel im Angebot, Musik, und ein ganz großer Schwerpunkt ist der Tanz. In vielen Jahrgangsstufen bieten wir eine Tanz-AG an und einmal im Jahr gibt es eine riesige Tanzproduktion, ein Tanzmusical, wo alle zusammenkommen, alle AGs, und dann sich hier auf unserer Bühne präsentieren. Die letzte Säule, die dritte Säule sozusagen, die wir haben, und das verstehen wir auch im Sinne der ganzheitlichen Bildung, ist, dass die Schülerinnen und Schüler hier bei uns lernen sollen, Verantwortung zu übernehmen. Für sich natürlich, die Kinder sollen erstmal hier gut ankommen, sie sollen stark werden, wir gehen individuell, wir nehmen die Kinder an die Hand, wir möchten natürlich, dass die Kinder angstfrei durch diese Schulzeit gehen. Sie sollen aber auch Verantwortung füreinander nehmen, für das Klassenteam, Verantwortung übernehmen für das Klassenteam oder auch für die Schulgemeinschaft, sei es, dass sie in der SV mitarbeiten, sei es, dass sie in einer der vielen anderen sozialen Projekte mitarbeiten, als Medienscout, als Sanitätshelferinnen und Sanitätshelfer. Schülerinnen und Schüler lernen aber auch hier gesellschaftlich Verantwortung zu übernehmen. Das Schillergymnasium ist Fair Trade School, Schule der Vielfalt, Schule gegen Rassismus, Schule mit Courage. Also es gibt unheimlich viele Projekte, wo die Schüler auch über den Unterricht hinaus viel erfahren und lernen und sich einbringen können. Und das ist uns unheimlich wichtig. Ja. Auch eine Nachhaltigkeits-AG, da komme ich auch deshalb drauf, weil das Licht gerade ausgegangen ist. Wenn man sich hier nicht bewegt, dann und das tue ich ja gerade nicht, geht das Licht aus. Deswegen sitze ich jetzt ein bisschen im Dunkeln, aber das macht ja nichts, ich habe gar die Fenster. Genau, eine Nachhaltigkeits-AG gibt es auch und ist genau auch Teil dieses wichtigen Leitbildes, das wir uns hier auf die Fahne schreiben und das wir auch umsetzen wollen im Tagesgeschäft mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam. Gut, noch was zur Elternarbeit vielleicht? Weil das Schülergymnasium stimmt auch, weil die wollen ja nicht die Katze im Sack kaufen, wenn sie ihr Kind hier anmelden. Genau, also selbstverständlich sagen wir dazu sehr viel auch auf unserem Elternabend, auf unseren beiden Elternabenden, die wir anbieten für Sie, liebe Eltern und liebe Schülerinnen und Schüler, natürlich auch auf den Nachmittagen der offenen Tür gehen, auf die Eltern und Arbeit ein und auf die anderen Dinge. Hier aber kurz gesagt, wir sind eine sehr lebendige Schule, was die Elternarbeit angeht. Die Eltern bringen sich in unseren vielen AGs ein, angefangen mit Arbeitskreisen, angefangen vom Arbeitskreis Karneval. Es geht aber bis hin zum Arbeitskreis Lernzeit, bis hin zu weiteren Arbeitskreisen. Also die Eltern sind hier an unserer Schule sehr aktiv, bringen sich ein und das zeichnet das Schiller-Gymnasium aus. Das gehört zum Schulprofil, ja, dass Eltern hier auch sehr präsent sind und ihre Zeit und ihre Energie auch hier in die Gestaltung und in die Weiterentwicklung des Schulprofils und des Schulprogramms mit einbringen. Genau. Gut. Das war ein kleiner Umriss unserer Arbeit, unserer Schule. Herzliche Einladung, liebe Eltern, liebe Kinder, sich die anderen Videos anzugucken, die wir hier noch für Sie bereithalten, und natürlich auch den Film, den Siebtklässlerinnen und Siebtklässler letztes Jahr gedreht haben, um ihr Schiller zu zeigen.
Und natürlich ganz, ganz herzliche Einladung, sich zu dem Nachmittag der offenen Tür anzumelden, die Nachmittage der offenen Tür vom 15. bis zum 19. November. Die Anmeldung erfolgt hier über die Homepage und ebenso auch für den Infoabend. Da bieten wir 2 Infoabende an, Montag und Donnerstag in eben dieser Woche der offenen Tür. Bei Fragen können Sie sich jederzeit per E-Mail an uns wenden. Wir freuen uns sehr, Sie und euch alle hoffentlich bald persönlich begrüßen zu dürfen und grüßen bis dahin ganz herzlich aus Sülz, raus nach Sülz und Umgebung. Vielen Dank, Georg, für deine Zeit. Sehr gerne. Vielen Dank, Flora. Ciao. Tschüss.